motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient, mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous être ensemble, nous l'indépendants. Nach 11,5 Stunden Motoren, da wir anfangs keinen Wind hatten und zum Schluss Gegenwind, erreichen wir pünktlich zum Sonnenuntergang die Isla Isabel. Und es wird, glaube ich, heute ein echt schöner Sonnenuntergang. Wir haben die erste Nacht hier hinter uns, sind ja gestern Abend angekommen und ich muss ehrlich sagen, es war eigentlich eine ruhige Nacht, obwohl hier die Wellen an die Felsen schlagen und es ein Getöse gibt. Aber ich habe gut geschlafen, es war schön kühl, also es waren so 26 Grad. Und es ist hier echt atemberaubend. Atemberaubend. Guckt euch das an. Haufenweise Fregattvögel. Das Wasser ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Sollte hier sehr klar sein. Das ist es aber leider nicht. Sehr dunkel. Und da tosen die Wellen rein. Ja, die nächsten Tage wollen wir hier mal die Insel besichtigen. Gibt es ein paar Trails, die man laufen kann. Mal mit dem Ranger sprechen, ob wir die Insel betreten dürfen. Und dann gehen wir ein bisschen Birdwatching. Es gibt einen kleinen Landgang. Und da sieht man hier gleich Fregattvögel. Guckt euch das an. Der bläst aber seinen Balg auf, doch mei, oh mei. Der Hammer. Und da sind wir jetzt. Jetzt gehen wir hier mal so einen kleinen Trail. Mal gucken, was wir alles entdecken. Aus nächster Nähe. Wir haben keine Angst. Der Nette steht vielleicht anderthalb Meter von denen weg. Ja, hab ich ja Angst. Hat die Nette ja Angst. Hier alle Bäume voll. Wahnsinn! Und das scheint hier die Kapelle für die Schutzheiligen der Fischer zu sein. Da liegt einsam die Leinleit in den Wellen.
auch Wahnsinn, wie viele Fregattvögel es hier gibt. Zum Sonnenuntergang. Geschafft! Jo! Da ist sie, die Annette! Yippie-yay! Leider sind da so hässliche Hütten gebaut worden für die Fischer. Passt überhaupt gar nicht in das Bild. So, und hier unten, da sitzen die ganzen Tölpe und brüten. Hier gibt es wieder die berühmten Kaiserschmarrn. Und diesmal in Co-Produktion der Chefköchin und dem Hilfskoch. Nee, also er ist auch schon mit der Lehre durch, hat schon mal einen gemacht. Und jetzt wird sie gerade karamellisiert. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so. Erfolgreich das Unterwasserschiff gereinigt. Jetzt bleibt die Lunge verunreinigt. Jetzt muss morgen nur noch mal oberhalb der Wasserlinie noch mal richtig schön gesäubert werden. Und jetzt gibt's gleich Frühstück. Nach dem Konservieren streikt leider wieder der Wassermann. Und man sieht es da unten in dem Schlauch ganz gut. Da geht das Wasser immer nur hin und her. Hin und her. Jetzt will ich mal schauen, was ich
da noch machen kann. Ich vermute mal, es ist irgendwie das Rückschlagventil. Das haben wir aber erneuert. Das ist da vorne. Vielleicht ist es aber auch der Stößel. Ich werde jetzt nochmal den Stößel erneuern und gucken, wo dann es liegt. Obwohl ich gestern den kontrolliert habe und der sah wirklich super aus. Ich habe tatsächlich den Fehler gefunden. Und zwar war es ein O-Ring von dem Tellerventil, was ich gestern ersetzt hatte, nagelneu. Das war schon wieder kaputt. Jetzt habe ich meinen letzten O-Ring dort eingebaut und jetzt geht es auch und dann läuft das Wasser auch nicht so hin und her, weil das ist nämlich ein Rückschlagventil und das ist da unten drinne. Und man darf das auch nicht zu fest ziehen, diesen ganzen Ventilsatz, weil dann drückt man dieses Tellerventil zu stark nach unten und dann kann es sich nicht mehr bewegen. Wäre ja schön, wenn das in der Anleitung so drin stehen würde. Aber er produziert Wasser. Der Hammer. Das ist echt der Wahnsinn. November 2021. Alles Gute zum Geburtstag, Cindy. Alles Liebe. Und noch mehr Liebes und Gutes. Und fühl dich gedrückt. Es ist der absolute Wahnsinn hier. Wir sind also jetzt oben auf dem Krater. Und da unten ist der Kratersee. Isla Isabel ist nämlich vulkanischen Ursprungs. Und Millionen von Vögeln.
November verlassen wir Isla Isabel. War super. Also ich habe noch nie so viele Vögel gesehen wie dort. Also Fregattvögel. Das Wasser war leider nicht so schön. Deswegen brechen wir auf nach Mazatlan. Und wir sitzen heute nur zu zweit am Frühstück, weil zwei nämlich noch in der Kohle liegen. Und da heute der 7. November ist, lieber Uwe, wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Und ich freue mich schon, wenn wir uns Anfang nächsten Jahres in Mexiko sehen. Il a droit à côté, il m'a fait autant, je m'en la vois.